Ihr werdet die Hütte. Thank you.
Vor den Gefahren der christlichen Seen warnt eben nicht vor jeder Fahrt. Das Küssen am Boot ist verboten. Ich sage dir auch warum. Das Boot ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Ja, wie galt, ja, auch sehr unerlohnt.
Ja, schwierig!
nimmt er das blöde Telefon ab. Dann ist eine Frau dran. Frage, ist hier 25, 25, 25? Dann sagt die Frau, nein, hier ist 2,5. Nein, dann sagt der Fritzli, hier ist 2,5, 2,5, 2,5.
Ja, was sagt ihr wohl? Was ist denn das eigentlich für ein Fest, das ihr Bämmel hier feiert? Das ist unser Zibbelmärit. Zibbelmärit? Lobbys Zibbelmärit. Was ist denn da los? Da werden Zibbeln verkauft. Braucht es denn da ein Fest dazu? Ja, wir machen darum ein Fest draus. Jo, so etwas ist eben auch von Fasnacht. Oder von 6 Liter. Lobbys, das ist unser Zibbelmärit. Ja, kaufen den Baum keine Zwiebeln ein Jahr durch. Mal, aber im Zwiebelnmärit kosten sie halt ein bisschen mehr. Warum kosten sie mehr? Weil sie zöpfelt sind. Warum dürfen sie denn zitten? Eben wegen dem Zwiebelnmärit. Was ist denn los an dem grossen Baumfest? Natürlich ist etwas los. Weil Zwiebeln Tiere sind. Da sind doch die Leute lustig. Wenn sie im Zwiebeln Tiere sind. Ich verstehe es nicht. Da tun wir drum noch Läubeln. Was heisst das auf Deutsch? Eben, wir laufen Spittelgasse und Markgasse hoch und runter. Was hat denn das mit einem Fest zu tun? Ja, das ist eben ein Fest. Ja, laufen Sie mich denn sonst nie die zwei Gassen hoch und runter? Mo. Aber im Zibbelmärit gibt es so Kuppeln und dann ein grosses Gestump. Was machen sie denn? Sie schiessen an Konfetti an. Äpfli meinen sie? No bis Konfetti. Schiessen die sie die Äpfli? Nein, Konfetti. Sie schiessen andere nachher. Ich habe gar nicht gewusst, dass hier geschossen wird. Ja, und das ist alles? Nein, da haben wir nachher noch die Schütze. Was ist das? Ja, das ist die Schützenmatte, dort die Schiessbude und sonst so Zeug. Ah, dort schiessen sie auch. Ja, natürlich. Das ist gegen ein bisschen grosser Betrieb dort. Mit anderen Worten, der Zibbelmärit ist ein Schützenfest. Nein, ein Zibbelmärit. Aber worin besteht denn das Fest? Eben, dass man lustig ist. Weil Zwiebeln teuer verkauft werden. Ew. Was heisst das? Ew. Ich meine, komm auf Deutsch. Ja, seid ihr etwa Ausländer? Nein, ein Basler. Ja, das versteht ihr eben nicht. Den Eindruck habe ich immer mehr. Ja, den brauche ich gar nicht mit mir zu berichten. Wohin gehen Sie jetzt? An Zwiebelmärit. Versauen haben. Aber ich rede doch von Äpfeln.
Darum sage ich, wer es Räppli nicht wert, ist das Fränkli so oder so nicht wert. Sie geben mir auf die Nerven. Interessant, was Sie mir da erzählen. Aber sind wirklich die beiden einzigen Volksfeste in der Schweiz Aktion der Sechseläuf und der Basler Kahn? Nein, Bern oben ist auch noch etwas los. Da haben sie alle Jahre ein Schützenfest. Oh, ein eidgenössisches Schützenfest. Nein, es hat mehr so lokalen Charakter. Sie sagen den Böllenwert. Nein, Böllen. Wie spielt sich dieses Fest denn ab? Ja, zuerst die Leute einander rumdrücken und dann gehen sie auf die Schützenwiese und schiessen dann den Räppler. Was schiessen diese Leute? Räppler? Zudem. Das weiss kein Mensch. Und um diese Räppler zu erschiessen, haben sie eine eigene Wiese. Ja, scheint's. Schimmel kommen, pardon? Nein, wieso? Da gibt's denn so viele Räppler in der Schweiz. Wenn's zu wenig hat, würden sie halt halbieren. Spät diese Räppler, sagen Sie. Das kommt häufig vor. Und erst nachher werden sie erschossen. Wer wird geschossen? Die Räppler. Ja, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus, was Sie meinen. Ja, woher wissen Sie denn das überhaupt? Das hat mir ein Basler erzählt, der es von einem Berner will gehört haben. Very interessant. Indeed, was Sie mir da erzählen vom schweizerischen Sitten- und Volksgebrauch gelten. Aber was mir noch nicht ganz klar sein ist, wie verhält sich denn eigentlich mit diesem schweizerischen Bollenmarkt in Bern? Ja, es scheint, da ziehen die Leute in großer Anzahl durch die Straßen, alle mit Flinten bewaffnet und begeben sich auf eine eigens dazu bestimmte Wiese, auf die es Pferde erschießen. Warum tun sie denn das? Stellen Sie junge Frau Deutsch? Nein, das muss irgendein alter Wolfsdorf sein. Und dabei befügen sich die Leute nicht damit, die Pferde zu erschießen. Wann schießen Sie denn noch? Sie halten. Wie machen Sie denn das? Sie halbieren sie eine Länge nach. Warum denn nicht erschießen Pferde vor dem Halbieren werden? Das ist eben das Unklare an der Geschichte. Und der Tierschutz protestantiert nicht. Auf keinen Tierschutzkonzern sind Sie nicht so geschwungen. Ich werde schreiben einen Zeitungsartikel darüber vor, aber woher wissen Sie denn das alles? Oh, das hat mir ein Zürich erzählt, da hat es ein Basler weiß und der hat es mit einem Dampf. Browning Post bringt folgende Mitteilung. Heidnische Bräuche im Herzen Europas. Wie unser Europa-Korrespondent Mac Carloman von einer Bremer Journalistin vernimmt, soll diese durch einen Zürcher, die es durch eine gut unterrichtete Baselquelle, die sich auf ihren Berner Geschäftsgewährsmann stützt, erfahren hat, von einem heute noch üblichen altheidnischen Brauch in der schweizerischen Hauptstadt Bern in Kenntnis gesetzt worden sein. Demnach zieht die Bevölkerung dieser Stadt, nachdem sie sich an einem zwiebelartigen Gewächs berauscht hat, in wilder Wut vor die Tore zum städtischen Schlachthof, erschießt hier alle Pferde, die ihr in die Hände fallen, und vierteilt sie nachher. Die Behörden stehen dem wüsten Treiben machtlos gegenüber. Es ist uns leider nicht gelungen, den Ursprung dieser sonderbaren Volksbelustigung, die den altheidnischen Namen Zibelamarit trägt, zu ergründen. Und
Stop.
der Konkurrent? Ja, der hat neuerdings hat der Konkurrent bekommen. Wirklich? Ja. Ja, kennst du das Papi nicht? Das Papi? Ja, das Papi. Welches Papi? Das Wilhelmli Papi. Du meinst sicher die Schwöger vom Nachtrecken, vom Morgenal? Ja, ja, das ist Papi. Ja, das ist die gleiche. Wir meinen die gleiche. Ja. Das ist Wilhelm Papsi. Ah, Papsi, ja. Ich habe so schön. Ja, ja. Du beweinst genau dich, weißt du? Das ist Pudding, Pudding zählt. Ja. Das ist dir nur am schönen Wetter kommt, ja. Du wolltest ein bisschen geil, ja. Hey, wo ist sie? Aha. Ja. Letzte hat sie mit den Jungen einen auf. Mitglunkern wollen machen, weißt du? Ist nicht wahr? Ja, dann hat es den Heimweg. Ja! Ja! Weißt du, der Reto und ihre Herren sollen jetzt von mir heimfahren. Ist er etwa 5 Mal abgestürzt? Nein, ja, ist aber nicht so schnell gewesen, weißt du? Ja! Alle haben am anderen Tag etwas zum Wohnzwetter gehabt, ja. Sag mal, Leppel. Wenn du so gut informiert bist auf dem Camping, wirst du sicher, dass du gehört dem Rheinkneufigerhof, was ich selbst verkauft habe. Der Rheinkneufigerhof? Du meinst Rostschweizer Bad? Ja! Ja, der hat aber schon einen Schwein gehabt. Ja. Hey, stell dir mal vor, der hat so eine Möchtegern-Zeit gefunden, der hat sich die ganze Schosen abgehängt. Ja. Sie ist kürzer bleiben sie. Ja, mal schauen bleiben. Ja, was ich muss es erst sein auf der Hand. Ja, sei du nicht so stark, ja. Wir sind nicht so gierig. Aber Stoß ist auch etwas. Ja, ja, alles gut. Ja, komm, nehmen wir das. Die heißen Schäuige, die ist schade da. Mit dem will ich es einfach nicht trinken lassen, gell, ja? Zahle, wie ist der Alter? Komm, ich hätte es so. Und Prost, ja. Aha, ja. Du weißt, wie man da den Möchtegern-Camper vorkommt? Nein. Da muss ich dir etwas erzählen. Da habe ich letztens einen grossen Kanton angetroffen. Du, weißt du, der Deutschland, weißt du, der grossen Kanton, gell? Ja. Ja, stell dir mal vor, du, der hat wollen in der ha 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 in der Hauptkaufstelle von der Rolls-Royce. Ja. Hey, da will er noch Rolls-Royce kaufen. Einen Teil. Ja, weißt du, so kommt man durch den Möchtegern-Camper kein Camper vor. Verstehst du? Da kommt man vor, wie es einer mal hat, wenn er neben einem Rolls-Royce kaufen. Mhm. Ja. Genau, was hat er dann gemacht? Ja, da ist ein Laden reingegangen und hat den Verkäufer gesagt, sie, können Sie mir ein Rolls-Royce verkaufen? Dann hat er verkauft und gesagt, selbstverständlich. Dann sagt er, was kostet so ein Roll, zwei Roll,
Leben heute in der Straße treffen. Weißt du, was Franzi gesagt hat? Du hast ihn noch gestreit. Der hat einen zum Morgen mehr Zeit, das will er halt. Ich weiss, der hat den Lobel-Karotten von der Schraube. Zum Rollstuhl? Ja. Ja, das ist ein bisschen abgestiegen, aber das ist nicht so schlimm. Da ist einer in den Laden gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne den Rollstuhl. Hey, der hat den Rollstuhl. Der hat sich gleich gesagt, er kostet 15.000 D-Mark. Es sind sie im Anzug. Sind sie wirklich im Anzug? Ich zahle nur 100.000. Nicht, die haben sich drei Stunden gestritten. Wie der Wahnsinn. Ja. Der Verkäufer ist fast nichts gewesen. Ja. Und dann hat er zu ihm gesagt, wissen Sie was? Geben Sie mir die 100.000, machen Sie das aus dem Loch rauskommen, nehmen Sie das Auto mit. Der andere hat das Papa nicht vorgenommen und hat 99.995 Mark angelegt. Hat der Verkäufer gesagt, nein, also das mache ich nicht mehr. Das kommt nicht in die Füße. Der 5 Mark will ich jetzt auf der Stelle. Der hat gesucht. Der hat nichts gefunden. Nein. Der hat den Max angerufen. Kennst du den Max? Ja. Der Visitenkarte-Max. Computer-Max. Ja, weißt du, der von Campingplatz VD. Der, wo jeder will eine Visitenkarte mit dem Campingplatz vergeben. Herr Fetschte. Ja. Ja. Der ist dann gegangen und hat gesagt, du kannst mir 5 Mark. Der andere hat gesagt, selbstverständlich kann ich das. Was machst du denn mit dem 5 Liter? Wieso brauchst du denn den 5 Liter? Hat er hat gesagt, weisst du, ich wollte mir einen Mercedes kaufen. Weisst du, was Max gesagt hat? Da ist 10 Stunden für den Schlamm eigentlich. Ihr sagt mal, wie sie sind. Sag mal, wie sie Menschen. Meinst du, wir bekommen hier auch noch etwas Hupfgewölbe zu trinken? Ich hoffe eigentlich schon, oder? Ja? Aber sonst haben wir wahrscheinlich nicht so große Probleme. Es kommt ein Bagatti-Haus zu suchen. Gut, ich habe ein Bagatti-Haus. Jo, der direkte Leitung zum Lieferanten. Nein, ja. Mit dem kannst du immer ein Bagatti trinken, mit etwas drin. Das ist aus alle Longdrinks, was du dort hast. Außerständlich. Von dem Simba bis zum Cuba Libre. Cuba Libre? Ja. Bist du sicher, dass das ein Getränk ist, Michael? Cuba Libre? Ja. Hä? Ja. Ist das nicht? Ist das nicht? Du meinst nicht, das hat nichts zu tun mit dem Stöppel seiner Sierra Mann? Nein, das mit dem Bagatti ist ein Getränk vom Hause und das andere ist das, was der Stöbe macht, wenn er zu viel Bagatti geht vom Hause. So ist das! Wenn man selbst von Mitleid auf dem Heilweg seine Sierra Madre besingen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Ja, die letzten vom Nachtrepper, vom Morgenthaler, haben es viel schöner. Ja, da haben sie viermal die Böllele angerufen. Ja, sie hat schon lange mal beschlafen, nein, nicht weg, und viermal angerufen. Ja, sag mal, Wiesli, kannst du eigentlich Motorboot fahren? Ja, schon, aber ich sag, Lettle, es ist schwer. Hör mal, Wiesli, erzähl doch nicht so eine Scheisse. Nein, das kann ja gar nicht so schwer sein. Doch. Nein, der Bubu hat vor ein paar Wochen auch überlebt. Hey, jo, und der Cousin fährt mit seiner Zwiebackfräse, auch wie er auf dem See oben. Das stimmt nicht. Ja, dann los jetzt aber, weisst du was, Bisse? Ja. Jetzt müssen wir langsam aufhören. Schon stellt dich ein bisschen Käse vor das Mikrofon an. Ja, nein, Lüse, da musst du lachen. Da musst du keine Angst haben. Da musst du keine Angst haben. Ich habe gehört, der Käse kommt sowieso nicht so viel auf den Camping. Aha. Also dann wünschen wir ehrlich einen schönen Abend und auf Wiedersehen mit dem Lotto.
Kugel! Kugel!